Mehr als 25.000 Neuinfektionen und die Zahlen vor allem auf den Intensivstationen in ganz Deutschland, die werden immer dramatischer. Wir können uns über die Situation unterhalten. Bei mir ist Professor Dr. Uwe Janssens hier vom Klinikum in Eschweiler. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie beobachten die Situation. Lassen Sie uns erst einmal über Ihr Klinikum hier sprechen. Wir merken, die Zahlen gehen weiter nach oben. Experten sprechen von einer dritten Welle, in der wir uns momentan befinden. Wie merken Sie das hier aktuell im Alltag, dass die Zahlen so nach oben schießen? Hier in Eschweiler, in der Städteregion Aachen, geht das noch, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben eine stabile, aber immer wieder neue Covid-19-Patienten auf den Normalstationen vor allen Dingen. Die Intensivstationen hier im Kreis, vor allem in Düren, in der Umgebung, sind auch wirklich stark belegt, nur noch 10% freie Betten. Das beobachten wir überall. Und das hat ja nicht nur unbedingt was mit Covid-19 zu tun, sondern wir haben ja viele andere kranke Patienten. Wir haben in den Wintermonaten viele Operationen und Eingriffe verschieben müssen, die jetzt nachgeholt werden. Und das ist genau der Effekt, den wir jetzt spüren. Wenn wir keine Covid-19-Patienten haben, haben wir andere schwerkranke Patienten. Und das belastet die Intensivstation nachhaltig. Und jetzt befinden wir uns auf dem aufsteigenden Ast der Pandemie wieder, und zwar in der berühmten dritten Welle. Heute 25.000. Wir werden, wenn wir Pech haben, 14 Tage später nur von diesem Tag in Deutschland 750 Covid-19-Patienten zusätzlich auf Intensivstationen behandeln. Tagtäglich mehr. Wir werden dann mit den Zahlen nach oben gehen. Und das ist das, was uns im Moment wirklich große Sorgen macht. Jetzt hatten wir am Anfang die Situation, dass wir sehr viele ältere Leute natürlich auch auf den Intensivstationen gesehen haben. Jetzt sind viele ältere Leute geimpft, diese Schutzmauer, die ist quasi gebaut worden. Merken Sie das auch schon, auch wenn Sie sich mit Ihren Kollegen unterhalten, dass ja das Alter sich auf den Intensivstationen aufgrund von Covid-19 verändert hat? Eindeutig, ganz klar. Also die ganz alten Patienten, die wirklich am Anfang, gerade im letzten Jahr, uns ganz große Sorgen gemacht haben, sehr schnell leider Gottes bei schweren Erkrankungen auch verstorben sind, die sehen wir nicht mehr. Aber jetzt haben wir die Alterspopulation 50 bis 80. Die sind ja größtenteils noch nicht geimpft. Und da haben wir viele Menschen mit chronischen Begleiterkrankungen. Dann haben wir die Mutation, die B117, viel ansteckender und sie scheint auch schwere Verläufe zu haben. Die Briten haben das gezeigt, 60% höhere Sterblichkeit. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich leider Gottes beobachten, und wir sehen es jetzt schon, das Alter der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Patienten sinkt im Mittel. Das war wirklich deutlich, um die 70 und sind es jetzt 60 Jahre und darunter. Und wir haben auch schon schwere Krankheitsverläufe, die Kolleginnen und Kollegen berichten das, bei Jüngeren, auch ohne Vorerkrankung. Das heißt, das macht uns wirklich zu Recht Sorgen und wird uns auch in den nächsten Monaten beschäftigen. Jetzt haben wir momentan eine Diskussion in Deutschland, wie man mit diesen hohen Zahlen umgeht. Wir hören Jens Spahn, der einen harten Lockdown fordert. Wir hören hier den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der spricht von einem Brücken-Lockdown quasi. Was ist denn da Ihre Meinung? Was braucht es jetzt aktuell in dieser Situation? Und wie empfinden Sie auch diese politische Diskussion, die gerade da in Berlin, aber auch in den einzelnen Staatskanzleien stattfindet? Wir reden seit Monaten ein und dasselbe. Wir haben es vor der vorletzten MPK-Konferenz ganz klar gesagt, wir haben einen Lockdown gefordert. Wir haben es nicht genau ausdifferenziert, wie das sein soll. Das müssen die Politiker bestimmen. Wir haben recht behalten mit unseren Prognosemodellen, dass die Zahlen am Steigen sind. Das heißt, wir bleiben dabei, dass wir einen Lockdown fordern. Nennen wir einen harten Lockdown, wie Sie auch immer wollen. Kontaktbeschränkungen ist jetzt das Ding der Stunde. Wir haben noch nicht durchgeimpft. Wir sind weit davon entfernt, die Großteil der Population durchgeimpft zu haben. Das heißt, im Moment müssen wir auf diese Kontaktbeschränkungen bauen. Das bedeutet tatsächlich bis hin zu Ausgangsbeschränkungen, bis hin wirklich zu weiteren Einschränkungen. Wir haben die Osterferien versäumt, da richtig hinzulangen und auch was umzusetzen. Herr Laschet hat dann am Ostermontag dann gesagt, wir brauchen das jetzt. Parallel dazu werden in Nordrhein-Westfalen immer noch über Modellversuchen drüber nachgedacht. Das ist eine gute Idee, aber doch nicht in einer Situation, wo die Pandemie eigentlich nach oben geht. Das können wir doch machen, wenn wir zeigen können, dass wir runtergehen mit den Zahlen, dass wir die Leute durchimpft haben. Dann kann man über gute Modellversuche zusammen mit Testungen drüber nachdenken. Und das ist unser Appell, den wir auch heute Morgen nochmal wirklich vereint mit allen drei großen intensivmedizinischen Fachgesellschaften gestellt haben. Wir haben ganz klar gesagt, wir fordern weiterhin einen klaren Lockdown, klare, uniforme Entscheidungen, die dann auch wirklich für alle gelten. Und jetzt kriegen wir dann parallel, während wir unsere Sitzung haben, gesagt, MPK-Konferenz ist abgesagt. Wir sind enttäuscht. Warum enttäuscht?
Weil das bedeutet, dass jetzt wieder über Tage lang rumdiskutiert wird, dass wieder jedes einzelne Land tatsächlich macht, was es will. Herr Ministerpräsident Weil in Niedersachsen spricht von einer entspannten Situation. In alleine seiner Städteregion, in der Region Hannover, waren unter 10% freie Intensivbetten. Da können Sie nicht die Bevölkerung mehr gut versorgen. Wir brauchen freie Intensivbetten, um Notfälle zu versorgen, nicht Covid-19, um akute schwere Unfälle, akute Herzinfarkte, akute schwere Blutvergiftungen behandeln zu können. Die brauchen wir, die freien Betten. Und wenn sie unter 10% liegen in so einer großen Millionenregion, dann ist das nicht entspannt, dann ist das eine Gefahr. Ich kann mich noch erinnern, als ich letztes Jahr bei Ihnen war, da haben wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass es nicht genügend Schutzmaterialien gab. Da gab es hier sogar eine Aktion in Eschweiler, dass die Menschen hier Schutzmaterialien ja genäht haben. Dann hatten wir die Situation, dass Pflegekräfte, das erste wie Sie, absolut am Limit gearbeitet haben. Da hat man sich gefragt, wo kriegt man mehr Pflegekräfte her? Wie schaut es da aktuell aus? Hat sich diese Situation gebessert oder stehen wir da auf dem gleichen Punkt, auf dem gleichen Pünktchen, wo wir letztes Jahr auch waren? Die persönlichen Schutzausrüstung, unter anderem Masken, das hat sich tatsächlich entspannt. Da haben wir jetzt genug, da haben wir auch genügend Diskussionen politisch in den letzten Wochen erleben dürfen. Das ist entspannt. Was also das Personal betrifft, da ist überhaupt keine Entspannung eingetreten. Ganz das Gegenteil ist leider Gottes der Fall. Wir haben heute auch nochmals darauf hingewiesen, dass wir vor der Corona-Pandemie schon einen eklatanten Pflegepersonalmangel hatten. Das ist während dieser Pandemie nicht besser geworden. Ganz im Gegenteil, es sind Leute aus der Pflege ausgeschieden. 9.000 Pflegekräfte aus der Altenpflege und der Gesundheits- und Krankenpflege sind im letzten Jahr, im Frühjahr, einfach aus dem Beruf ausgeschieden, weil sie nicht mehr konnten. Und jetzt stehen wir vor dem Punkt, dass die Leute wirklich uns sagen, wir können nicht mehr. Wir arbeiten seit 14 Monaten in einem Dauerstress, auch wenn das draußen vielleicht nicht so wahrgenommen wird. Die Versorgung von Covid-19-Patienten plus den anderen Schwerkranken, das hat eine andere Dimension und eine andere Qualität erreicht. Die geht über das hinaus, was ich in meinem ganzen Berufsleben auf Intensivstationen erlebt habe. Und das ist ernst zu nehmen und wir haben Sorge, dass noch mehr Leute aus dem Beruf ausscheiden, weil sie einfach nicht mehr können. Abschließend eine Frage nochmal an Sie. Wie ernst ist diese Situation wirklich und was sagen Sie den Menschen, die scheinbar immer noch nicht begriffen haben, dass man sich an gewisse Corona-Regeln vielleicht halten sollte? Wir betonen ganz klar, die Situation ist ernst. Wir werden das allerdings, das sage ich ganz klar, in Deutschland schaffen, mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, aber es werden viele Menschen darunter leiden. Wir wissen sehr genau, dass viele Menschen draußen darunter leiden, dass wir diese Beschränkungsmaßnahmen haben. Viele fürchten ihren Job. Aber wir müssen halt uns um Menschenleben und um Menschen kümmern. Und das sind keine Plattitüden. Wir wollen keine Angst schüren. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu schützen. Und wenn wir sagen, Leute, passt auf, steckt euch nicht an, dann ist das der beste Schutz. Diese Erkrankung nicht zu bekommen, ist der beste Schutz vor dem Tod. Und wir haben auch heute wieder über 200 tote Menschen in Deutschland. Das ist letztendlich zu verhindern. Und da muss sich die Gesellschaft entscheiden, was sie will. Entweder sie akzeptiert es, dass wir zunehmende Todeszahlen haben, oder sie sagt, okay, wir schaffen das und wir gehen in den Sommer rein und wir werden das auch schaffen. Das ist unsere feste Überzeugung. Wenn wir das mit der Durchimpfung geschafft haben, wenn wir uns dran halten, dann werden wir auch einen guten Sommer erleben. Da sind wir fest von überzeugt. Sehr eindrückliche Worte von Ihnen. Vielen Dank, Professor Dr. Uwe Janssens, für diese Worte hier und damit erstmal zurück ins Studio.